Es lange Fragezeichen hinter Maradona, hinter Renica, hinter Carnevale. Maradona spielt. Hier liegt er am Boden, zum ersten Mal gefoult, Sie sehen es. Aber links außen Karang sitzt auf der Bank, für ihn in der Mannschaft Corradini. Bei mit Gunnar Sauer ein hervorragender Libero bereit, aber Neapel in der Offensive. Und das hatte man eigentlich hier an der Weser auch erwartet. Maradona. Die Rot hat. Maradona am eigenen Strafraum. Seifig, rutschig. Maradona. Und sieht fast so aus in diesen Anfangsminuten, als wenn diesmal sich Uli Borowka um den Argentinier kümmert. Torschützen im Meisterschaftsspiel. Hier sehen Sie. Neubart, Zweikampf. Will ein Foul. Vorteil. Noch einmal Crippa, Maradona. Ja, Otten. Vom Unparteiischen. Maradona gegen Uli Borowka. Di Napoli mit dem Pass. Und hier rangelt er ein bisschen hinter. Mittlerweile einer der Leistungsträger der Bremer, der mich ganz toll rausgemacht hat. Hier klärt er wieder zum Einwurf gegen Diego Maradona, der 5 Meter weiter nach vorne geht. Die Neapolitaner schon mindestens 3 Tore schießen. Hier den leicht angeschlagenen Carnevale zusätzlich bringen. Maradona, Foul, jawohl. Gute Nacht von Brazze. Bremer frei und dann erhält Fusi den Ball und kann klären. Das war die ganz klare Einschussmöglichkeit zum 2:0. Das war mehr und mehr öffnen, muss den klaren Rückstand jetzt, wenn man das 2:3 aus und weiterzugehen. Rune Brazet ist es. Freistoß, Neapel. War zwar Vorteil. Gibt die erste gelbe Karte für Dieter Eils. Langsam weicher, rutschiger, sicherlich nicht einfach. In der Spitze gesucht. Maradona. Das war nicht gut, da hat er Zeit gehabt. Karl-Heinz Riedle. In der ungeliebten Rolle des Manndeckers, ganz Hinderung für die Gastgeber. Maradona, auch ein bisschen untergetaucht. Schöner Pass von Maradona. Noch einmal der Argentinier. Dann ist Halbzeit. Es sieht gut aus. Maradona. Ferrara. Maradona. De Werder, wenn ich das richtig sehe, eine weitere taktische
Änderung. Jetzt steht in der zweiten Halbzeit Mirko Votava bei Diego Maradona. Sola, schön geschossen. Hervorragende kämpferische, läuferische und auch spielerische Leistung am heutigen Tag. Italienischen Gegner. Neubart. Johnny Otten heute. Maradona gegen Votava. Spieler. Stand De Napoli. Maradona ziemlich untergetaucht. Riesige Lücken, große Löcher in der Abwehr des SSC Neapel, durch die die Bremer spazieren können, fast wie sie wollen. Und Careca, tja, schönes Tor. Hat er gut gemacht, da hat er einmal seine Gefährlichkeit angedeutet, der Treffer gilt. Plötzlich war er frei, ein Lupfer, ein 1:3. Für den SSC Neapel. Careca, kein Werder-Spieler bei ihm, auch nicht Johnny Otten. Da kommt Rune Bratzett und am langen Bein des Norwegers vorbei ins lange Eck. Maradona. Mal sehen, ob. Ist sicherlich jetzt auch für die. Oliver Reck. Schlägt schon tolle Pässe. Diego Pokalwettbewerbe und seit 8 Jahren haben sich die Bremer ununterbrochen. Ferrara, Maradona. Langen Pässe von ihm. Es ehrt Diego Maradona, dass er durchspielt, dass er sich bemüht nach Kräften. Und was er macht, hat Hand und Fuß. Ins Tor des SSC Neapel. Bevor gleich der Problem vielleicht vor einem der größten Triumphe der Vereinsgeschichte schlägt, auch im Rückspiel, den SSC Neapel, den UEFA-Pokalverteidiger, hoch und verdient, muss man sagen.